Es war einmal ein reicher Geschäftsmann, der lebte in einem großen Haus aus Stahl, Beton und Glas. Seit vielen Jahren verkaufte er den Menschen Dinge, die sie unbedingt haben wollten. Nur Leute mit meinen Freudedingen können wirklich glücklich sein. Nur Leute, die meine Freudedinge besitzen, sind jugendlich, schön und erfolgreich. Verkaufte die Freude seit ewigen Zeiten, Konkurrenten trieb ich schon öfter in Pleite, denn mir war der Erfolg immer treu, mein Angebot war immer ganz neu. Willst du wieder Freude haben? Dann schieb dein Spinnennetz weg, öffne die Tür und komm heraus. Bist du sehr traurig, so sag ich dir, gib mir deine Hand und folge mir. Ich zeig dir den Weg zum echten Glück. Wagst du es? Wagst du es? Kommst du fröhlich zurück?
trachtete ihm gar jemand nach dem Leben? Hatte ihn jemand in diesen unheimlichen Wald gelockt, um ihn umzubringen? Er kauerte auf dem Boden, wollte sich verstecken. Vor Angst zitternd hörte er wieder diese Stimme. Riecht die Waldluft, so würzig und rein, sieh mal mein Geschenk, der Schöpfer sei. Um uns zu belieben, duftet sie. Dafür bezahlen. Brauchen wir die Waldluft. Thank you.
Vergiss es nie.